So, hier haben wir Jörg Albert, Mittelfeldspieler. Wo waren Sie Mittelfeldspieler? Überall. Ja, eigentlich überall. Wo soll ich anfangen? In Düsseldorf habe ich dann hinten links angefangen, bin aber dann weiter nach vorne gekommen, Mittelfeld, und dann über Hamburg, Glasgow. In China habe ich gespielt, Kräuter führt. Also ich bin so ein kleiner Weltenbummler gewesen. So, ja. Aber natürlich nicht einer von den Penner, sondern einer von den Spitzenspielern. Ali Albert. Woher kommt Ali? Ich gehe mal davon aus, dass das Kurzform von meinem Nachnamen ist, Albert. Da haben sie halt Ali draus gemacht, dann wurde mal Hammer Ali da draus gemacht. Also ich weiß gar nicht, wer es erfunden hat. Hat aber nichts mit dem Hammerschuss zu tun? Nee, glaube ich nicht. Und den Waffelschein haben Sie heute noch dabei? Den habe ich dabei, der ist aber nicht mehr ausgefüllt. Herr Albert, ganz kurz Unterschiede zwischen Hamburger und die Schottenmentalität. Das ist schwer, das kann man jetzt in ganz kurzer Zeit gar nicht erklären. Mir hat es in Schottland sehr gut gefallen. Mir gefällt die Mentalität, die Offenheit der Menschen da. Das hat jetzt mit dem Fußball nichts zu tun. Fußball ist auch ein anderer. Es wird schneller gespielt, wahrscheinlich technisch nicht so hochversiert wie in der Bundesliga. Aber das Tempo ist sehr hoch, man ist mit Herz und Seele dabei. Und das ist im Großen und Ganzen der Unterschied da. Und mir waren die Leute sehr herzlich entgegengetreten. Und so wie es ins Wald reinruft, so schallt es auch raus. Und deswegen habe ich mich da wohl gefühlt. Also wahrscheinlich auch mit kleinen Schmerz verbunden gewesen, als Sie wieder zurück sind oder verlassen haben. Sowohl als auch. Ich meine, als ich Hamburg verlassen, nicht musste, aber als ich Hamburg verlassen hatte, nach meiner ersten Zeit, war das auch sehr schmerzhaft, weil ich dort eine ganz tolle Zeit hatte. Und wo ich dann zurückgekommen bin, war es natürlich auch nicht einfach nach den 5 Jahren. Aber man muss halt Entscheidungen treffen und die sind getroffen worden. Und das würde ich auch alles wieder so machen. Wunderbar. Jörg Albert, wir leben von der P6 TV Grußbox. Das heißt, Sie dürfen Leute grüßen. Schießen Sie ab. Auch alle, die heute Abend hier sind, erstmal, weil das sind die Wichtigen. Die Jungs da drinnen sollen Spaß haben. Die grüße ich auch recht herzlich. Und der Rest ist heute Abend einmal egal. Und wir sind auf dem Endspiel gespannt, wie das ausgeht. Das Promi-Team gegenüber und gegen den Sieger vom ganzen P6 Cup Turnier. Euch drücken wir natürlich genauso die Daumen wie unseren Pirmasenser Rangers. Ja, okay. Dankeschön. Dankeschön.